Kochen für Segler, zweiter Teil. Heute ist mal gutes Wetter. Ich konnte die Kuchenbude abbauen, sodass wir ein bisschen besseres Licht haben und auch bei offenem Fenster das mal machen können. Ich habe heute ein zweites Gericht vorbereitet. Wir haben mir überlegt, was auch schnell geht. Gleiche Maxim wie gestern, es muss schnell gehen. Das Ganze rumgeschnippelt und getütelt darf nicht länger als 10 Minuten dauern. Es muss mit Pfanne und einem Pott klappen. Und es soll was Frisches, Leckeres und nicht langweilig sein. Super, du hast endlich die Leinen losgeschmissen. Bist am Ziel angekommen und hast eine schöne Ankerbucht erreicht. Herrlich, was kann es Besseres geben? Jetzt nur noch kurz ins Wasser springen, sich erfrischen, das Boot klar machen für den Abend, Ankerlicht setzen und dann gilt es, was Leckeres zu kochen und den Abend gemütlich einzumachen. Doch, oh Schreck! Dir fällt nichts ein oder du hast nichts an Bord. Trocken Brot und eine Wurst aus der Dose, muss das sein? Nein. Ich werde dir erklären, wie man leckere Gerichte zubereiten kann. Aus wenigen. Ein leckerer Salat ist immer möglich. Oder einfach, wenn man gar nichts an Bord hat, Spaghetti mit Tomaten und ein bisschen Speck und Knofi. Muss ja kein Ketchup sein. Lachs geht auch immer mit einer Sahnesoße und Spaghetti. Es gibt also viele Möglichkeiten, aus wenigen Dingen leckere Speisen zuzubereiten. Auch ein deftiges Frühstück ist manchmal vonnöten, wenn man einen längeren Turn vor sich hat. Und wo wir gerade bei deftig sind, das lässt sich noch steigern. Je nachdem, wie groß der Hunger ist, kocht man für ein, für zwei oder für drei. Und selbst auf einem kleinen 29-Fuß-Boot lässt sich für drei Leute ein leckeres Menü zubereiten. Naja, und wenn keiner da ist, isst man halt alles alleine. In der Reihe Kochen für Segler zeige ich dir, wie man für ein bis zwei bis drei Personen leckere Speisen zubereiten kann, sie nett anrichtet und einfach Spaß hat am Leben, am Kochen und am Segeln. Okay, gestern hatten wir Kartoffeln mit Hacksteak. Heute mache ich die andere Variante mit Hack. Ganz normales Hack habe ich gerade frisch vom Schlachter geholt. Beim Supermarkt kriegt man ja immer nur 500 Gramm Packungen, das ist für mich alleine zu viel. Also ich habe jetzt für mich 150 Gramm Hack geholt. Mehr brauche ich nicht. Ich esse gern Fleisch, aber nicht ausschließlich. Also frisches Hack. Dazu gibt es leckere Pilze, natürlich wieder Salat und Paprika. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr abzurunden, kommt auch noch ein bisschen Schafskäse. Sowohl an das Hack als auch an den Salat. Naja, und meine letzte Pfütze Rotwein muss ich dann auch fürs Hack opfern, damit ich eine schöne Soße hinbekomme. Aber zum Glück habe ich ja noch ein Bier im Kühlschrank, sodass ich nicht verdursten werde. Okay, ich fange jetzt gleich mal an, die Zutaten zu schnippeln. Wir werfen dann nochmal schnell einen Blick drauf. Okay, hier die frischen Zutaten. Also, als erstes habe ich Pilze. Hier meine Mini-Portion Hack. Eine Paprika habe ich, noch eine Zwiebel, ein ganz bisschen Rest Schinken habe ich noch im Kühlschrank gefunden. Wird einfach auch mit angebraten. Morgen muss ich vom Boot, also muss alles leer werden. Hier ist noch der Restsalat von gestern. Nudeln habe ich reichlich, die werden ja nicht schlecht. Ein paar Tomaten, Knofi kommt mit dran. Und hier habe ich ein bisschen Feta-Käse, den ich auch mit dran machen will. Dann hat das Ganze einen richtig runden, tollen Geschmack. Die letzte Pfütze Rotwein, die kommt als Soße auch mit dran. Ja. Und nun geht das Geschnippel los. So, fertig mit Schnippeln. Das waren keine 5 Minuten. So, die Flammen stehen. Viertel können schon mal rauf.
für die Nudeln schon mal ein bisschen Wasser. Öl für das Hack und Zwiebeln und Pilze. Zack. Dann wird nicht gekleckert und gegeizt. Salz muss ran. Ist leider auf dem Skagerrak ein bisschen sehr angeklumpt. Ich hoffe mal, das geht. Salz war tatsächlich ein klein bisschen zu viel am Wasser. Habe ich einfach dann das salzige Wasser weggekippt. Kommt gleich noch mal ein bisschen Frisches drauf. Denn das soll ja auch schmecken und nicht nur ein Video werden. Kommen da wieder Kräuter der Provence mit ran. Meine Allzweckwaffe in diesem Urlaub. Kann man natürlich auch was anderes nehmen. Und wie immer Salz und Pfeffer. Das muss jeder selber wissen, wie viel er da will. Ich denke mal, das ist klar. Was mir bei diesem Gericht einfällt, ich koche jetzt ja mit zwei Töpfen. Dieses Gericht ist aber auch geeignet für Leute, die nur eine Flamme haben. Zum Beispiel auf dem Fokeboot oder so. Wenn ich nur eine Flamme zur Verfügung habe, dann würde ich zunächst die Nudeln kochen. Anschließend, wenn die Nudeln fast gar sind, sie von der Flamme runternehmen und dann die Flamme für Hack und Pilze verwenden, die Nudeln abgießen. Und zum Schluss die Nudeln einfach noch mal kurz mit unterrühren oder umgedreht das Hack und die Pilze mit an die Nudeln geben. Und dann ist alles noch mal wieder aufgewärmt. Und man kann das gleiche Gericht tatsächlich auch mit einer Flamme machen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr praktisch für Solosegler, die unterwegs sind. Abschmecken muss natürlich auch sein. Ja, das ist es. Nudeln abkochen und gleichzeitig filmen ist vielleicht nicht so die ganz ideale Idee. Schwipp, schwapp. Aber klappt. Und zurück, die Rutsche. Yeah! Es sind fertig! So, und wer jetzt fragt, warum hat er nur 150 Gramm Hack gemacht, da wäre uns doch keiner satt. Schaut euch doch mal die Pfanne an. Mit den Pilzen, Paprika, Schafskäse. Das ist eine Portion, da kriege ich ja fast zwei Portionen von. Tja, was soll ich sagen? Sieht das lecker aus oder sieht das lecker aus? Und wie das erst riecht und schmeckt. Aber das müsst ihr natürlich selber ausprobieren. Anbei noch mal kurz die Liste der Zutaten für dieses einfache und schmackhafte Gericht. Wie gesagt, man muss nicht Paprika, Pilze, Schafskäse alles gleichzeitig machen, sondern je nach Geschmack. Und wenn euch dieses kleine Kochvideo gefallen hat, so gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal und seid gespannt auf weitere leckere Kochgerichte und die Abenteuer der Biedewind.